Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sind ja da draußen ziemlich viele neue Action-Cams, besonders von Insta360. Da kamen ja sau viele Kameras raus und ich hatte auch das Vergnügen, die eine oder andere Kamera mal testen zu dürfen. Und ich muss sagen, die 360-Grad-Kameras haben mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Allerdings gibt es da jetzt zwei zur Auswahl, die wirklich interessant sind und die ich einfach mal gegenüberstellen wollte. Viel Spaß bei diesem Video. Wie ihr schon wisst, hatte ich ja das Vergnügen, die One RS testen zu dürfen. Und die hat einmal einen Mount mit so einem, ja, mit so einer ganz normalen GoPro-Kameralinse und einmal eine 360-Grad-Kameralinse. Allerdings musste ich sagen, dass die Qualität nicht ganz so gut ist für YouTube. Und da kam dann vor kurzem eine neue Kamera raus, und zwar die X3. Die X3 ist nicht meine, die ist jetzt nur ausgeliehen für das Video. Allerdings habe ich mir ein bisschen mehr davon erhofft. Und darum geht es in diesem Video. Ich zeige euch jetzt als allererstes mal beide Clips hintereinander. Ich habe die gleichen Abfahrten gemacht, sodass ihr ungefähr gleiche Verhältnisse habt. Natürlich ist draußen das Lichtverhältnis immer unterschiedlich, sodass es nicht immer exakt gleich ist. Allerdings könnt ihr, glaube ich, dennoch erkennen, was es für Unterschiede gibt. Ich habe im gleichen Codec gefilmt, gleiches Format exportiert und so weiter und so fort, sodass ihr ungefähr, ja, mal so testen könnt, wie euch das Ganze gefällt. Viel Spaß! So, zu den Vorteilen der Insta360 One RS. Wie ihr gesehen habt, das Footage, ob das gut oder schlecht ist, kann jeder von euch selbst bewerten. Allerdings hat sie einen großen Vorteil gegenüber der X3, finde ich. Und zwar ist es die Größe der Kamera. Wenn ihr die ganz normal am Chesty habt, am Helm und so weiter, es ist einfach eine ganz normale GoPro-Kameragröße, würde ich mal sagen. So wie wir es kennen von Action-Kameras. Im Gegensatz zu der X3. Die X3 ist natürlich sehr, sehr lang und wiegt knapp 180 Gramm. Das heißt auch relativ schwer und somit nicht ganz so einfach zu benutzen wie jetzt die One RS. Allerdings, ob sich das Mehrgewicht und die umständliche Größe lohnt, seht ihr im nächsten Video. Jetzt geht es zur gleichen Abfahrt mit der X3. Viel Spaß dabei. Thank you.
So, nun habt ihr beide Kameras einmal gesehen. Einmal die One S, einmal die X3 und ihr könnt jetzt eigentlich entscheiden, welche Kamera euch am besten gefällt. Ich muss sagen, die X3 hat eine bessere Qualität, meiner Meinung nach. Allerdings ist die Größe und die Handhabung nicht ganz so praktisch wie von der One S. Das heißt, wenn Insta360 jetzt ein Linsenkit rausbringen würde, was das Ganze bei der One S besser machen würde, dann ist die One S für mich klar der Gewinner. Allerdings ist die Qualität wirklich ein Ticken besser bei der X3. Ja, jeder von euch kann jetzt selber entscheiden, sozusagen, welche Kamera ihm am meisten taugt, was euch wichtig ist, ob euch wichtig ist, dass die klein und handlich ist oder ob die Qualität euch wichtig ist. Beide Kameras sind nicht perfekt. Ich finde auch allgemein, die perfekte Actionkamera auf dem Markt gibt es im Moment einfach gar nicht. Und das ist auch in anderen Kamerabereichen gerade so. Irgendwo hat jeder da so seine Abstriche zu machen und ihr müsst für euch entscheiden, welche euch am besten gefällt. Allerdings wollte ich euch einfach mal am Chesty zeigen, meine Kameraperspektive, die ich am meisten benutze. Wie sieht das Ganze aus und wie sieht es ja, nacheinander aus, wenn ihr es mal direkt so side by side seht. Ich werde euch jetzt zum Abspann noch einmal zwei Clips nebeneinander legen, sodass ihr direkt den Vergleich einmal side to side habt. Und dann könnt ihr euch das zum Schluss noch anschauen und dann eure finale Entscheidung treffen, ob das eine Kamera für euch ist oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe mir gedacht, so, hey, das ist was euch vielleicht interessieren könnte. Abonnieren nicht vergessen, mindestens zwei neue Videos jede Woche und wir sehen uns bald wieder in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.